Autsch. Scheiße. Die Aufnahme läuft zwar noch weiter, aber auch egal, ne? Ich meine, das ist nämlich schon mal wieder schon eine gute Szene für dich. Ja, das ist wie eine Szene fürs Einlaufen. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Michas Let's Play. Heute fahren wir die zweite Runde Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Wir stehen in Berlin und ich habe mir einen Special Guest mit eingeladen. Und zwar ist es der offiziell Cupcake TV von der ersten Folge. Hallöchen. Hey, was geht? Ich bin der Cupcake TV und heute fahren wir von Berlin aus. Und ja, mal schauen, wo uns die Reise hinbringt. Ne? Und da ja ein Backfisch selten alleine kommt, deswegen fahren wir heute zu zweit. Richtig. Machen wir eine WOT-Fracht? Ja, klar, warum nicht? Wenn wir eine Frachtmarkt haben, dann haben wir doch immer so einen Zucken im Finger, weißt du, ja. Ah, mir zuckt das schon im Hintern. Na, ich dachte, da wir können ja mal gucken, ob wir nach was in München haben oder so. In den bayerischen Raum. Ja, Bleischwürste, weißt du? Jo. Bei Bayern Transport oder so. Also ich hab hier was ich gerade gefunden habe, ist Stuttgart, ein Traktor. Stuttgart, Moment. Jo. Auf Seite 5 hätte ich den. Seite 5. Als Corona, Linköping, Stuttgart, da haben wir doch. So ein Traktor, ne? Naja, so einen großen. Ja, dann würde ich sagen, in 3, 2, Moment. 3, 1, 0. Ich hab ihn. Ich auch. Okay. So, und falls Sie jetzt fragen, warum wir immer runterzählen, das hat damit sich auf sich, dass wir gleichzeitig die Frachten annehmen und dass sie nicht bei irgendjemandem weg ist. Also, so ist es. Ich würde ihn dann schon holen, ne? Ja, ich bin direkt hinter dir. Das sehe ich. Also hier steht ja auch, dein Auflieger steht bereit, fahre zum Verladeort. Das heißt, wir fahren dahin, also jetzt nach Aces. Das ist, glaube ich, ein Bauernhof, so viel wie ich weiß. Und da werden dann, wenn wir zum Verladeort fahren, sind dann unsere LKW-Anhänger schon geladen, dass wir die eigentlich nur noch anhängen müssen und dann können wir losfahren. Also, ui, Vorsitzender kommt dann raus. Und unser Cupcake TV ist mal wieder voll zügig unterwegs. Na, was ist los, du türkischer Gasanbieter? Ne, jetzt gehe ich nicht dran. Vergiss es, Leute. Was geht denn? Ja, mein Handy hat vibriert. Na super. Ja, meins habe ich auf den Boden gestellt. Ist da. Ja. Bett, was heißt? Bett, ja, hingelegt. So, also ich bin schon da. Wir unwichtig. Ein Scania, noch ein Scania, der Kreise dreht. Na super. Ja, auf jeden Fall, im ersten Teil bin ich ja noch ein Scania gefahren mit 3 Achsen. Heute habe ich mal den kleinen Bruder. Und zwar mit 2 Achsen, aber gleiche Motorstart, PS-Zahl. Und ich fahre ein Volvo FH16 Classic mit einer Achse. Das hat einfach damit auf sich, weil der einen größeren Tank hat und einfach nicht so viel verbraucht auf langen Strecken, ja. Und besseren Motor und so, 750 PS. Huch, jetzt bin ich an mein Mikrofon gekommen. So, also ich habe die auf den Auftrag schon dran. Ja, jetzt muss ich gucken, wo ich meine T-Taste habe. Das war die R-Taste. Ja, das ist immer so blöd, wenn man jetzt, wo ist die T-Taste? Ja, ist da, dann da. Ha! Hab sie gefunden. Gut. Möchtest du denn vor... dieser pinke LKW. Ich kann gerne vorfahren, das ist kein Problem. Gut. Weil mir gehen gerade die pinken, komischen LKWs da auf den Sack. Okay. Jetzt habe ich die Scheinwerfer angemacht. So. Pickel oben an und dann lass uns mal abdüsen hier.
Ja, was ist an? Pickel auf Mann und dann war's das. Das sieht mir so aus wie Scania für Frauen. Ja, wahrscheinlich. So. Ja, Ja, wir okay, dann fahren kann ich jetzt den. von Berlin nach Stuttgart und bringen zwei Traktoren weg. Ja, gut. Jetzt ruckelst du nicht mehr. Alles Und die klar. Fahrstrecke sind 680 Kilometer. Ich hoffe mal, dass wir gut durchkommen und hoffentlich, dass uns kein Backfisch mehr entgegenkommt, ne? Ja, ansonsten haut er wieder den Spruch raus. Ja, genau. Du kleiner Backfisch kommt selten allein. Moment. Hab die Kurve scheiße genommen. Ja. So passiert schon. Entschuldige mich schon mal auf meinem Kanal für die Kraftausdrücke. Ja. Also ich sag mal so, bei mir ist sowieso alles angeklappt, deswegen passiert das. Ja, also ich schneide das ja auch nicht raus. Also, wer rausschneidet, ist, Nicht real. genau. Also Weil. ich sag mal so, ich finde, dass wenn man cuttet, ist man einfach, weil Versprecher gehören dazu, genauso wie Fehler oder so. Deswegen. Ja, richtig, das gehört einfach dazu. Dafür nehmen wir ja auch auf, ne? Apropos, wie schnell fährst du? Ups, 89. Ich wollte schon sagen, du guckst hier ein bisschen weit vor, ne? Ja, ich gehe auf 81, wenn es recht ist. So, kein Problem. Ich komme ein bisschen hinterher, da wir ja schon ein bisschen eingespielt sind. Ja, wann wir Ja. eben gebremst. Von Aber der ja, Hau ich. Berlin, von der Hauptstadt nach Stuttgart zu den Schwaben. Ui. Und auch hier. Und dann auch zum Feierabend hier. Ja. Was? Ne? Du hast vergessen, den Blinker anzumachen, ja? Oh. Die Birne ist Das ist. kaputt. So. Dann. Bisschen runtergehen in eine Kurve, sonst fliegen wir raus. Wie der Backfische, die müde sind. Ja. Wie war das? Ich und mein Backfisch. Ja. Ey, das war mein Lied. Ich und mein Fisch. Ich und mein Fisch. Ich und mein Backfisch. Ja, weil er hat das ein bisschen umgeschrieben von Ich und mein Holz. Genau. Ich und mein Fisch. Ich und mein Fisch. Ich und mein Backfisch. Ich so dazu Ich und mein Volvo. Ich und mein Scania, ich und mein Scania, ich und mein Scania. Oh, der Blinker geht mal wieder. Ja, ich habe die Glühwürmchen bestochen. Achso, mit was denn? Mit Backfisch? Ja, genau, mit Backfisch. Na was denn? Die schwedischen Modelle tanken doch bloß Backfisch. Ah, will ich nicht sagen, dass die. Ja, aber so gesagt. Du fährst auch ein Schwedenmodell. Ja, ich weiß. Deswegen tanke ich auch bloß Backfisch. Ja. Backfisch püriert. Liter Pures. 3,99 € bei Ikea. Finden Sie jetzt im Regal. Ey, das ist aber Werbung. Hä? Das ist aber Product Placement hier. Ach, mach doch so Macht wie. man da nicht. Mal ein bisschen Schleichwerbung hat noch Ikea noch nie Achso, geschadet. von Iglo? Von Iglo? Backfisch? Also wenn man mal überlegt, du müsstest, überleg mal, 3,99 € den Liter Backfisch püriert. Ey, das wird Würde teuer. ich doch lieber auf Diesel umspringen. Der ist mir billiger. Meinst du? Naja, der kostet 1,43. Oh, okay. Und ich hoffe, man hört mich jetzt auch bei dem lieben Micha etwas besser, da wir ja an der letzten Folge so ein bisschen Probleme hatten, mich zu sehen und so. Aber ansonsten dürfte das ja jetzt funktionieren, dadurch, dass ich ein neues Mikrofon habe, wie ich in der letzten Folge schon gesagt hatte. Allerdings unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch das Mikrofon auch mal holen wollt oder so und anfangen wollt mit dem YouTube-Kanal, dann macht es auf jeden Fall, ja, ne? Ist auf jeden Fall top. Was eigentlich Was? gar nicht so, man bräuchte aber auch normalerweise nur ein gutes Headset, dann könnte man das ja auch machen. Ja, aber ich sag mal so,
überleg mal, so ein Headset, weißt du, hat nicht so die Qualität von einem Membranmikrofon, weißt du? Ja, gut, aber wenn man jetzt mal so überlegt, man kann sich ja auch, wenn man ein Mikrofon hat, kann man sich das auch ganz schnell selber bauen. Ja, schon, aber da müsste man dann schon wirklich Elektroniker sein und dies, das und die Kenntnisse, weißt du, das ist doch. Ja, aber wieso, was haben die Leute denn, die auf der Bühne singen? Die haben doch kein Mikrofon, die haben doch auch so ein Membran-Dingsbums. Ja, so ein. So ein Handding. Mikrofon, aber kein Membran. Ja, außer gut. Wir haben natürlich ein Radio-Mikrofon, so wie ich jetzt gerade, weil ich habe hier so ein Radio oder so ein Studio-Greifarm und. Läuft auf jeden Fall. Ja, aber man kann sich rein theoretisch, wenn man ein bisschen clever ist, kann man sich sowas auch selber bauen. Ja, schon. Also, ich sag mal so, da führt ja kein Weg hin. Aber ich sag mal so, um die Teile aufzutreiben, da kommst du dann billiger, wenn du dir dann schon so ein Mikrofon holst oder so ein Headset. Ja, sagen wir jetzt mal so gesagt, wie teuer war dein Mikrofon? 37,99 €. 37,99 €, ja, und das geht ja noch. Studioarm mit Spinne, mit Popschutz, den ich momentan nicht dran habe, weil ich den Windschutz dran habe, weil der ist nämlich auch noch dazu, und halt das Mikrofon und dann das Kabel für den Anschluss. Mhm. Ha? Ja, alles. Ja, klar, auf jeden Fall hörst du dich schon mal besser an als vorher. Gut, ich habe zwar jetzt hier so ein ziemlich teuer, also ich sag mal so mittelmäßig teures Headset und man kann mich auch gut verstehen davon. Ja, natürlich, das ist ja klar, aber ich gehe halt, ich bin so ein kleiner Tonqualität-Freak, weißt du, so eine kleine Qualitätshure. Ja, ist ja alles okay. Sag mal so, wenn ich eine beschissene Qualität habe an Ton, dann bin ich einfach nicht zufrieden damit. Und also ich kann sagen, für meine Verhältnisse zur Zeit ist die Qualität relativ gut. Ja, natürlich, die ist ja auch ganz gut, weißt du? Gut, man kann vielleicht es weiter ausbauen und sagen, gut, ich hole mir jetzt noch ein Mischpult zum Beispiel noch dazu und. Das kann ich auch machen. Also ich immer. Ich kann es ja mal so sagen, ich könnte mir jetzt zum Beispiel noch Mischpult holen und dann noch ein bisschen alles verstellen und so, aber ich sag mal so, dafür reicht die Qualität von diesem Mikrofon schon aus, dass ich da keinen Mischpult brauche oder so. Und das alles für für knapp 38 Euro. Ja, ja, natürlich. Ich sag mal so, wenn man sich so ein rotes Mikrofon kauft, natürlich, da ist die Qualität noch besser. Aber ich sag mal so, wenn man so wirklich so klein ist und also, naja, was heißt klein, so 17 Jahre alt ist und gerade mal Taschengeld oder gerade mal in der neuen Ausbildung drin ist, wo man sich nicht mal so viel leisten kann und man sagt so, hey, ich möchte jetzt zum Beispiel als Hobby noch YouTube machen oder ins Radio gehen, wie ich damals, ins Internetradio, und ich bräuchte halt ein Mikrofon, dann kann man sich halt für 40 oder für knapp 40 Euro halt so ein Mikrofon holen, weißt du? Ja, klar. Kann man sich dann noch von mir aus so eine Tastatur holen, die auch gerade mal 35 Euro lappisch gekostet hat, oder eine Maus, die, was ich, oder so ein übergroßes Mauspad, wie ich habe. Ja, aber man kann auch mit mittelmäßigen Dingen, kann man auch YouTuber werden, so wie ich, also ich sag mal so, man kann ja im Endeffekt klein anfangen, ne? Ja, so, und dann wird man größer. Im normalen Headset habe ich auch. Ich sag mal so, ich bin jetzt seit ca. 6 Jahren dabei und ich habe seit ca. 4 Jahren habe ich angefangen, Let's Plays zu machen. Ich habe damals mit einem 5-Euro-Headset habe ich angefangen. Jetzt sehe ich, wo ich bin. Ich habe mir ein 40 Euro Membranmikrofon geholt. Also, was will ich mehr, weißt du? Und ich habe das mit meinem eigenen verdienten Geld sozusagen geholt. Ja gut, jetzt mal, du hast ja gerade erwähnt, du warst ja im Webradio tätig. Ja. Ich hatte damals mal ein Webradio gehabt. Ja, das weiß ich ja, das hat sie mir mal so privat erzählt. Ja, also ich hatte, damals hatte ich mit habe ich mit einem Kollegen ein Webradio betrieben, das hieß The Neverding Radio. War ein cooler Name. Ja, war so ein bisschen angeheicht auf den Film Die unendliche Geschichte.
Okay. Und da haben wir noch auf Flatcast, also wurde auf Flatcast gestreamt. Da, Flatcast. Ja, weil andere Sachen kamen uns damals, kannte ich mich nicht so aus, oder? Ja, so Shoutcast-mäßig. Genau, und wir hatten auch keinen Techniker gehabt oder jemand, der sich damit auskannte, habe ich dann gesagt, gut, komm, ab nach Flatcast. Dann haben wir da unsere Hintergrundbildchen da gemacht und dann haben wir da auch schon richtig gute Partys gefeiert. Ja, und dann ist es dann, wurde es dann aufgelöst, weil dann auf einmal die Leute, die ich da hatte, hatten auf einmal keine Lust. Ja gut, ich sag mal so, bei mir war es so, ich habe jetzt über 2 Jahre Webradio-Erfahrung, also falls mich ein Radio sucht, ich bin auch verfügbar. Und ich sag mal so, ich habe 3 Radios schon gehabt, also nicht ich selber, aber ich war in 3 Radios. Das war, die Namen möchte ich jetzt einfach nicht nennen, weil Datenschutz und so, ich möchte jetzt nicht, dass von meinen Zuschauern einfach darüber gehen und sagen, hier, warum habt ihr den und den rausgeschmissen? So ein Typ bin ich auf jeden Fall nicht. Kann ja sagen, warum ich rausgegangen bin. Einmal, das erste war, weil mir einfach die Zeit gefehlt hatte, durch Schule und so weiter. Und das zweite war dann, weil irgendwie eine, naja, wie sagt man es jetzt, so eine Scheiße erzählt wurde über mich. Dies, das, dass ich irgendwelche Daten weitergebe oder irgendwas erzähle über das Webradio, was intern und so betrifft, aber was mich war, und da flog ich halt raus. Und beim dritten hatte ich halt wieder keine Zeit durch meine Ausbildung. Und ja, und seitdem habe ich dann eigentlich gesagt, nö, ich sollte jetzt kein Webradio mehr reingehen. Aber ich sag mal so, dadurch, dass ich jetzt nun teilweise wieder Lust hatte, dadurch, dass ich jetzt zum Musikbot meistens hier drauf hole und so, und da wir ja Sim Live Radio hören momentan, kommt mir halt immer mal wieder die Lust, weißt du, so, weil die suchen ja auch momentan. Ja, klar, und wenn du jetzt gleich nicht ein bisschen mehr Gas gibst, dann bist du gleich weg von mir. Wieso? Ich bin bei 80. Na, ich bin bei 81 und wir sind ziemlich weit auseinandergezogen. Nein, also, ich kann dir sagen, meine Webradio-Karriere fing an mit, ach, weiß ich jetzt nicht, vor ein paar Jahren. Da, meine fing mit 15 an. Ja, ich weiß nicht, wenn meine anfing. Auf jeden Fall, war ich erst in einem Radio von einer ganz guten Freundin von mir, die hatte ein Radio gehabt, das hieß Party Beat Radio. Da habe ich dann meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen und ich sag erstmal an der Stelle erstmal schönen Dank, dass ich es machen, dass ich da Erfahrungen sammeln durfte. Dann hat sie das Radio auch aufgelöst, dann hat sie ein neues aufgemacht, das hieß dann Club Dance Radio oder so. Da habe ich dann, weil ich, hat sie mich gefragt, würdest du da mitmachen? Da habe ich gesagt, klar, kein Problem. Einmal im Team, immer im Team, weißt du ja. Oder einmal dabei, immer dabei. Und ja, und dann ging das dann auch ein paar Monate gut. Und dann, ja. Wollen wir nicht auf die Restspur mal wechseln? Das können wir gerne machen, so. Das ist ja Rechtsfahrgebot. Ja. Ja, und dann, wenn wir dann da. Dann hat sich das Radio Nanda auch aufgelöst, das Radio-Team, und dann hatte sie auch keinen Bock mehr, auch aus zeitlichen Gründen. Dann hat sie dann aufgehört. Ja, dann hatte ich dann mal versucht, selber ein Radio auf die Beine zu stellen, bevor wir das The Neverding Radio aufgemacht haben. Das hieß dann durch einen Kollegen, weil wir da mit 3 Mann waren, haben wir dann gesagt, wir machen das M&M's Wunschradio. Oha. Ja. Da hast du dich da mit Haribo da und da von den Herrschern von M&M's da unterhalten. Die haben dann gesagt, ja, kommt, macht mal. Hier habt ihr die Lizenz, ihr dürft die Figuren benutzen. Dann hatten wir die Figuren, alles fertig gehabt, ja. 2 Tage waren wir dann am Senden, war das Radio wieder zu. Oha, warum? Weil der dritte Inhaber hat gesagt, nö, ich habe keinen Bock mehr, ich ziehe alles zurück. Und ja, der zweite Inhaber hat gesagt, ja, mach du mal, du schaffst das schon. Ja, und dann war... Und so weiter. Ja, und dann stand ich da auf einmal ganz alleine mit dem M&M's Wunschradio. Und dann habe ich mich dann mit meinem Halbbruder hingesetzt, also den anderen Micha.
Und da haben wir uns dann überlegt, komm, wir machen nochmal ein Radio auf, aber wir brauchen einen neuen Namen. Ja, und dann haben wir uns überlegt. Ja, und dann kamen wir zum Zufall, haben wir dann die unendliche Geschichte geguckt, ne? Hm? Und da sagte so der Mich, sagte er so, du, Micha, was heißt unendlich auf Englisch? Da habe ich gesagt, Neverding. Und da hat er gesagt, ja, dann nennen wir jetzt das Radio The Neverding Radio. Alles klar. Und dann haben wir dann so ein bisschen die Figuren genommen und so, haben das schon hergerichtet. Und das lief eigentlich relativ ganz gut. Und bis auf den Zeitpunkt, wo es dann, wo es immer passieren kann, ist Internetabbrüche, Stress. Kurz eine Frage, wird es hell eigentlich bei dir? Hm? Wird es bei dir hell in der Zugmaschine? Ja. Ich fühle mich schon richtig heimisch hier drin. Ach so, ja? Ja, ich musste gerade pupsen. Oha. Ja, möchtest du mal schnuppern? Puh, ich würde selber abhauen davor. Und ja, das Radio war eigentlich, das Team war auch eigentlich ganz gut. Ich würde es sofort wieder tun. Ne? Ja, natürlich. Und, aber irgendwie fehlt auch irgendwie die Lust und auch irgendwie auch die Laune, so was wieder zu machen, weil. Und so halt auch die Zeit wahrscheinlich. Richtig. Gut, Zeit hätte man zwar, aber man braucht auch ein vernünftiges Team, was miteinander arbeitet und nicht gegeneinander arbeitet. Wenn du das doch machen willst, bin dabei auf jeden Fall. Ja, ist halt eine Kostensache, ne? Natürlich, GEMA, GVL, wie ist das? Ja, wo ich schon gehört habe, dass du GVL gar nicht erst zahlen musst. Inwiefern? Ja, ich hab's mal so gehört. Also GEMA brauchst du auf jeden Fall, aber GVL brauchst du nicht unbedingt. Habe ich gehört. Ob es jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Das war vor ein paar Jahren so. Gut, vor ein paar Jahren. Ja, ob es jetzt so ist, weiß ich ja nicht. Aber ich sag mal so, jetzt vom Thema Webradio zu weg. Backfish! Was? Backfish! Nee, nicht Backfisch. Nein? Nein, wir tanken auch keine Backfischer. Ja, Diesel. Auch nicht. Diesel bringt dir deinen Globin. Elektrizität schafft es nie. Von hinten kommt was. Was sehr schnell ist. Ja, links und rechts. Hey, du kleiner Backfisch, du Arschloch! Wir fahren jetzt hier runter. Tschüss, du Backfisch. Achtung, der zieht rüber. Soll er ziehen? Ist das eine Dampflok? Nein, der eine hat mich auf den Standstreifen geholt. Ich habe jetzt 28% Schaden. Na super, willst du abbrechen oder fahren wir noch durch? Nee, wir fahren durch. Scheiß drauf, jetzt auf die Fahrt. Sag mal, so sowas kann wirklich mal passieren, dass irgendwelche Vollidioten beim Backfischen dich rammen oder überholen oder was auch immer. Backfisch nimmt dir deine Glauben. Ey, was hat denn der jetzt hier vor? Senfsoße schafft es nie. Und die Forellen ziehen dich weiter vor dir weg. Da 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 da. Das ist ein Bubblegum. Nee, ein Bubblefischgum. Alles klar, von hinten kommt auch noch was. Der kann aber nicht ordentlich fahren. Achtung, würde ich aufpassen. Oh. Fährst du meinen Trecker kaputt, leg ich dich auf die Seite, mein Lieber. Das würde ich jetzt schon gerne tun, aber die sind mir eindeutig zu schnell. Die haben alle beide Durchfall. Wahrscheinlich. Aber ich sag mal so, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich nach Viva la France runterfahren. Ja, dann fahren wir zum Eiffelturm. Ja, das sowieso. Der steht auch in Paris. Ach so. Ja. Ist aber auch in Frankreich. Ja, aber das ist nicht Frankreich, DLC. La Baguette. The Baguette. The Baguette. The Baguette. Das ist das Geile, wenn du ein Membranmikrofon hast. Ja, aber eins manche, ich verstehe auch manche nicht, die wollen in einem Video dabei sein, aber dürfen
mit seiner Sprache nicht aufgenommen werden. Also manche verstehe ich da wirklich nicht, um ehrlich zu Ich sein. sag mal so, manche sind halt so, manche so, man kann es halt nicht ändern. Ja. Na. Aber ich habe einen YouTube-Kanal und ich versuche mich Natürlich. als YouTuber und da deswegen kann ich ja nicht sagen, ich mache Videos, ohne dass meine Stimme da ist. Das Na? ist dann schon etwas doof, weißt du? Ja, so ein Video, wo nur so ein Lenkrad hin und her switcht und so, dreht und Und blinkt Gesicht linker dazu. links und so was, das ist mir irgendwie, sag ich mal, nicht zwar respektlos, sag Achtung einfach, von hinten wieder, der Typ, ja. derselbe Typ. Ich sag mal Achtung, so, der das Achtung. wäre mir zu unpersönlich. Ja, natürlich. Ja, ich bin's jetzt. Du brauchst nicht an Steinschrank fahren. Das mich ja. Nee, ich hab den Vogel davor gelassen. Den Backfisch mit Federn. Ja. So, da drüben. Ja, ganz gut. Du komm mir bloß nicht zu nahe, ich hab gerade gefurzt. Hier. Backfisch? Ne? Backfisch? Nee, faule Eier. Also wie gesagt, sowas machen wir auch ab und zu, mal nebeneinander fahren einfach. Oder halt. Oder sowas hier. Ja. Bis gleich. Tschüss. Also von daher, sowas machen wir auch ab und zu mal. Oder wir verarschen mal die Mitfahrer und fahren einfach runter und andere Seite wieder hoch. Da wurde es gerade mal zweispurig. Oder wir fahren einfach mal auf Raststätte oder so. Ja, machen ein kleines Päuschen. So, ein Raucherfäuschen. Und was ich halt noch ansprechen wollte, ist am 14. Januar ist ein 24-Stunden-Livestream von ETS, von unserer Firma Interlogistik. Wer dazu gucken möchte, kann gerne zugucken. Der Link wird natürlich dann natürlich erstellt für den 14. Und dann mal schauen, ne? Den kann man auf Facebook bei Interlogistik, die virtuelle Spedition, dann anklicken. Sag mal, was mache ich hier eigentlich? Ich bin ja gerade. Weiß ich nicht. Nicht, dass ich wieder gegen eine Leitplanke fahre. Ist das eigentlich, also auf jeden Fall Interlogistik werdet ihr uns auf jeden Fall finden bei Facebook, da haben wir auch eine Seite. Wenn ihr möchtet, packe ich euch in meine Beschreibung den Link. Ja, aber ich denke mal, da wird noch ein extra Video kommen, wann der Livestream dann online ist. Und ich denke mal, dass wir noch ein extra Video drehen, also ein extra Video kommen wird mit sämtlichen Informationen, wo ihr uns findet, kann ich euch schon mal sagen, bei Facebook könnt ihr uns finden, bald bei Instagram könnt ihr uns bald auch finden, Was? ja, bei Nein, Steam, ich kann ja mal starten. bei Steam könnt ihr uns auch finden, aber das ist eine geschlossene Gruppe, da kommt keiner rein. Auf jeden Da hätte ich Fall. jetzt fast den Micha schlafen gelegt. Ja, auf jeden Fall Facebook könnt ihr uns auf jeden Fall jetzt schon finden und bald auch auf Instagram. Kommst du wieder vor, Micha? Achtung, da kommt was Ja. von hinten. Und vielleicht, wenn wir mal Lust und Okay. Laune haben, dann auch mal vielleicht, wo das Vögelchen zwitschert, und zwar auf Twitter. Wer traut sich nicht? Nee, der traut sich nicht. Na komm, wir fahren ein bisschen schneller, Micha. Naja, wir halten die 80. Ich fahre genau 81. Ich will nicht wegheizen. Gar nicht. Siehst du? Dann bleibt er schon hinten. Braves Kätzchen. Auf jeden Fall, ja, weil du gerade gesagt hast, wie Instagram. Ja, ich habe vor, die Interlogistik auch auf Instagram zu packen. Na, alles klar. Oder auch vielleicht, wäre es eine Überlegung wert mit Google Plus. Ach, bitte nicht. Dann lieber Instagram. Ja. Achtung, der kommt. Wow, was hat denn der jetzt vor? Was hat er jetzt vor? Was hat dieser kleine Backfisch jetzt vor? Keine Ahnung. Okay, wir haben jetzt nur noch 84 Kilometer und damit heißt es schon mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen im eigenen Sinne. Und zwar, wenn ihr möchtet, wenn ihr im Multiplayer, im Euro Truck Simulator 2 Multiplayer unterwegs seid und ihr seid Fahrer oder Fahrerin und sucht noch eine virtuelle Spedition, eine Firma, dann
bewerbt euch doch noch bei uns. Wir haben noch Plätze frei. Und zwar die ITS-ID findet ihr dann auch noch unten in der Beschreibung. So sieht's aus. Und wenn ich sie nicht wieder vergesse. Ja, also bei mir auf jeden Fall. Was beim Cupcake TV ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird dann auch der 24-Stunden-Stream auf dem YouTube-Kanal Interlogistik wahrscheinlich auch abgespeichert oder, ja, abgespeichert, hochgeladen. Es kommt ein extra Video bei... Genau, also zu dem nächsten Samstag, lasst euch einfach überraschen, es wird die Tage rechtzeitig noch ein Video rauskommen, wo dann alle Informationen drinstehen, wo ihr uns findet, wie ihr uns finden könnt, ja, und wenn ihr euch bewerben wollt, TS-ID unten. Micha. Ja? Jetzt gleich hier runter, was machen wir jetzt? Wieso? Musst du hier runter? Ich muss nächste hoch. Jetzt, ja. Feindlich, ja. Ja. Musst du jetzt auch hoch. Auf wir jeden sind Fall. So 3 Meter entfernt. Ja, und? Und da ist er ja, der kleine Backfisch. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr euch bewerben wollt und ihr seid ab 16 Jahre, vielleicht auch ein bisschen jünger, könnt ihr euch gerne bewerben. Kommt bei uns auf den Teamspeak. Abends sind wir auf jeden Fall einer von uns da. Einfach drauf kommen und Bescheid sagen. Wir kümmern uns gerne um euch und wir freuen uns, wenn wir mehr Verstärkung kriegen würden. So, was machen wir jetzt denn? Noch die 40 Kilometer? Uns über Backfischrezepte unterhalten. Ich kenne aber keins. Ich auch nicht. Was machen wir dann? Werden die wird der Fisch lebendig in eine Fritteuse geschmissen oder wird der vorher in Öl gelegt? Öl gelegt. Ich mag doch gar kein Backfisch. Ich mag das. Fischstäbchen. Fischstäbchen ist was anderes. Ja, das kann man in die Fritteuse auch anziehen. Richtig, ist aber kein Backfisch. Aber in der Hinsicht ja schon. Ja, weil man kann ihn auch backen. Ja, aber du backst ja auch den Fisch in eine Fritteuse. Nein, da frittierst du ihn ja. Also wird er nicht gebacken. Der Fritteuse wird da. Aber warum heißt er dann Backfisch, wenn er aus der Fritteuse kommt? Weil er im Backofen gebacken wird. Du Backfisch. Also ich kenne nur von der Kirmes aus, dass der in eine Fritteuse frittiert wird. Uiuiuiuiui, da muss ich kurz abbremsen. Der wird im Teich eingelegt und dann wird der, der wird warum in... hast du deinen Blinker dran? Weil ich hast du den Blinker jetzt an? Mann, ich kann auch beide anmachen, wenn ich das könnte. So, wir sind nämlich jetzt gleich da. Gut, in den 9 Minuten sage ich schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus, Knockout und tschüss. Autsch. Scheiße. Die Aufnahme läuft zwar noch weiter, aber auch egal, ne? Ich mein, das ist nämlich schon mal wieder schon eine gute Szene für dich. Ja, das ist wie eine Szene fürs Einlaufen. Einlaufen? Ja. Aus. Nee, out kommt. Also, das, was wir vielleicht noch machen sollten, jetzt mal ohne Scheiß, ist ein Outtakes-Video. Hilfe! Hilfe! Was ist, kommst du da noch raus oder soll ich dich schieben? Ich komm da schon raus, aber ich sag mal so. Ja, dann geh ich schon mal abladen, ne? Das ist schön für dich. Ja, und meine Zuschauer können noch zuschauen. Obwohl ich ja schon Tschüss gesagt habe. In der Zeit sag ich schon mal, haut rein bis dahin und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und wenn ihr noch Wünsche, Anregungen oder sonstiges habt, wir sind nicht bei einem Bewerbungsgespräch oder bei einer Teamsitzung, dann lasst doch einen Kommentar da, würde uns auf jeden Fall sehr freuen und uiuiuiui, wo muss ich denn überhaupt hin? Oh nein, sag mir jetzt da nicht, ich muss dahinter. Habt ihr Macken? Wie soll ich denn dahinter kommen? Das dauert doch bestimmt Jahre. So, boah, jetzt fängt das aber hier an zu ruckeln. Der da bitte schön hinterkommen, oder? Warum ruckelt das denn jetzt so? Weil es immer ruckelt, wenn du abladest. Boah, das ruckelt aber richtig.
Ich habe nur 2 FPS. Uiuiui. Immer. Ja, weil du nicht warten kannst. Nee, 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 nee. Aber wenigstens kann ich eine Vogelansicht machen. Ja, ich kann auch richtig einparken. Ja? Ja. Oh, ich bin ein bisschen... So, wie gesagt, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen konzentrieren wegen dem Einparken hier. Ja, wenn du mit einpackst, kann ich nichts machen. So. Weil irgendwie immer, wenn ich abladen möchte, oder wenn wir abladen möchten, spinnt mein ganzer habe ich voll wenig FPS. Lol, warum das? Weiß ich nicht, dann fängt er an zu spinnen. Ja, warum dies? Ja, weiß ich doch nicht. Na, jetzt geht's doch, jetzt ruckelst du nicht mehr. Nee. Das ist aber nur so ein kurzer Moment. Ja. Also ganz kurzer. Also ich bin fertig. Ja, ich wieder nicht, weil du wieder dazwischen fummeln musstest. Nee. In der Zeit kann ich ja schon mal meine Statistiken sagen. Und zwar beschädigt. Fahrende Strecke 704 Kilometer, 34 Minuten. Also dauert. So lange haben wir jetzt aufgenommen. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall sagte Peter lustig, was ihr... Ich gehe jetzt noch eine Runde spazieren, was ihr macht. Weiß ich nicht. Ich bin raus. Knockout. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, würde ich auch sagen. Habe ich jetzt die richtige erwischt? Ja, noch nicht. 1, 2, 3, 4. Nein. Das kommt auf jeden Fall in die Outtakes. So, geht doch. Und tschüss.